Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen. Heute ist mal wieder Retro Panda quält sich Zeit mit einem Gameboy Classic Spiel. Und die wunderbare Gudrun hat sich dieses Spiel gewünscht, nämlich Robocop 2 für den Gameboy. Wie immer habe ich mich nicht wirklich vorbereitet, da ich immer in dieser Serie das so ein bisschen versuche wiederherzustellen, wie man als Kind ganz aufgeregt in den Spielzeugladen gedackelt ist, sich das erstbeste Spiel nach dem Cover gekauft hat, nach Hause gefahren ist und dann gemerkt hat, hey, Moment mal, das ist ja gar nicht so gut, wie das Cover verspricht. Auf jeden Fall, das Spiel habe ich wirklich noch nie gespielt. Ich wusste, dass es den ersten Teil gibt und der war ja schon nicht sehr berauschend. Aber das Menü, ihr seht es gerade selber, das verspricht ja schon eigentlich Action pur, oder? Also der erste Titel war nicht ganz so toll. Mich wundert nur, ehrlich gesagt, warum Robocop auf diesen eher auf Kinder ausgerichteten Gameboy sogar zwei Spiele hervorgebracht hat, aber na gut, es gibt ja auch viele Dutzende Arnold Schwarzenegger Spiele. Schauen wir mal rein, würde ich sagen. Es gibt sogar ein Passwortsystem anscheinend, das finde ich ja persönlich immer gut. Mal gucken, ob wir es hier wirklich uns drüber freuen, sagen wir es mal so. Und wir steigen ein, ist natürlich hier, ich habe den Robocop-Film auch vor Urzeit mal gesehen, das heißt, ich kann euch jetzt von der Lore nicht unbedingt was Aktuelles sagen, außer dass es in der Zukunft ist und ich glaube, ihr seid ein Polizist, der, oh. Kennt ihr so Spiele, die man startet und gleich so, oh. Ich glaube, ich weiß, warum, sagt. Also Spoil ist natürlich sehr groß, ist natürlich für einen Gameboy nicht verkehrt, aber guckt euch mal dieses Springen an. Also es ist so hakelig, wie es sich anfühlt. Oh. Ich glaube, ihr hättet gerade nicht umschießen müssen, oder? Es war doch bestimmt eine Geisel oder sowas. Ja. Ja, wie soll ich denn hier jetzt ausweichen, ne? Ich will eigentlich nur mit einem kurzen Sprung nach oben dieser Kugel ausweichen. Und man kann natürlich nur nach links oder rechts schießen. Was war das? Ein Fass? Zack, 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 zack. Komm her. Aus deinem... Also man kann es eigentlich nicht... Ah, das habe ich dir schon wieder abgeschossen. Ich lerne es auch nicht. Das böse Fass oder... Rettungsboot, was ist... Wieso habe ich den denn nicht getroffen? Ich meine, im Nahkampf schaltet automatisch auf den Faustangriff durch. Die Steuerung, die ist so hakelig. Dieses Springen, das ist einfach... Oh, man kann natürlich nicht nach links gehen, okay? Oh, ein Upgrade für die Kanone. Immerhin. Und ich schieße eine Geisel nach der anderen weg. Ich wäre echt ein schlechter Polizist, glaube ich. Was haut er mit der Hand raus? Okay. Wie viele Treffer stecken die denn ein? Man muss ja bedenken, das sind ja wahrscheinlich eher die Basic-Gegner, ne? Ja, also dieses Sprunggefühl, das vermisst so einiges bei mir gerade. Und guck mal hier. Das ist irgendwie... Von der Farbe her ist das nicht eindeutig mit dem Hintergrund zu erkennen, diese Kiste hier. Deswegen ist das irgendwie... Naja, ich sag mal suboptimal. Muss diese Bomben am Fallschirm eigentlich quasi killen, oder? Ach, es war nur begrenzte Anwendung. Schade. Kommt da hier mit dem Karate-Tritt angesprungen. Ich meine, verspricht die Musik viel Spannung. Mal gucken, ob ich hier rüberkomme. Also es ist jetzt nicht komplett broken, sage ich mal, wie jetzt hier das Sumpfding. Aber ich weiß nicht. Und? Ich hab sie mal gerettet. Wunderbar. Ist die Ende? Anscheinend. Ja, also. Richtig warm wäre ich damit nicht, ehrlich gesagt. Es ist irgendwie seltsam. Also das hätte so auf jeden Fall nur ein bisschen mehr Feinschliff gebraucht. Es ist jetzt bei weitem nicht das schlechteste Spiel, was sie hier schon hatte. Aber wirklich gut ist es auch nicht. Ja, komm.
Oh. Hä? Warte. Das ist doch dasselbe Level. Warum? Vielleicht darf ich nicht so viele Geiseln töten, kann das vielleicht sagen. Würde zumindest Sinn machen. Aber andererseits, man muss sich denn schon echt merken, wo die Geiseln sind, ne? Finde ich. Weil irgendwie ist meine Reaktion immer zu schießen. Und stellt euch jetzt diese Situation mal vor, mit diesem Mehrfachschuss. Damit erledigt ihr die Geiseln ja automatisch. Tut mir leid, also wenn man alle Geiseln retten muss, dann sollte man es nicht als Spielmechanik etablieren, dass man die so einfach killen kann. Sowas finde ich immer nicht gut. Aber wir probieren es mal. Bisher habe ich ja keine umgebracht. Mal ausnahmsweise. Ist da unten was? Das ist ja wie bei dem... Das war das Spider-Man-Spiel, wo man die Bomben entschärfen musste. Oder war es Flash? Flash war das. Da musste man ja, glaube ich, auch eine gewisse Anzahl der Bomben irgendwie... Warum bin ich da jetzt gerade gestorben? Ich wurde doch kaum getroffen. Verstehe ich jetzt nicht. Ey, dieses Sprungverhalten. Boah. Ich glaube, ihr könnt das... Es fühlt sich wirklich so an, wie es aussieht. So scheiße. Diesen Mehrfachschuss sammle ich jetzt extra nicht ein, wegen den Geiseln. Und natürlich können wir nicht schwimmen, okay. Das könnte man, ich weiß gar nicht, wie es in der Filmvorlage war oder ob das überhaupt mal zur Sprache kam. Und ganz ehrlich, warum ist dieser scheiß Hydrant so groß? Warum? Da ist doch kein Hydrant. So langsam geht mir das Spiel auf den Keks. Vor allem, guckt euch mal an, die Gegner springen teilweise wirklich so wild einfach in den Bildschirm rein, dass ihr kaum Zeit habt, da großartig zu reagieren und Schüssen auszuweichen. Jetzt sowas hier zum Beispiel. Da kann man sich eigentlich nur auswendig merken, okay, da ist ein Gegner, da muss ich vorsichtig springen. Und ganz ehrlich, wenn ihr ein One-and-Gun-Spiel macht, dann bitte, 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 bitte lasst einen auch nach oben schießen. Bitte. Da ist der nämlich reingesprungen. Wie soll ich sowas denn ausweichen? Jetzt habe ich wieder nur 8 Herzen. Leute, Leute, Leute. Die Musik ist ja okay, ne? Aber geht mir jetzt ehrlich gesagt so ein bisschen auf den Keks. Okay, ich habe mich geheilt. Shit! Da war die Geisel. Ich habe nur da was am Bildschirmrand gesehen, habe drauf geschossen, ich Idiot. Ist doch bescheuert. Sei halt bestimmt wieder zu wenig oder irgendwie sowas. Mann. Wie soll ich da jetzt hochkommen? Den kann ich jetzt gar... Ach doch. Hä? Wie habe ich den jetzt berührt? Okay. Jetzt gucken wir uns mal jetzt genau mal den Bildschirm an, ob wir jetzt weiterkommen oder ob wir nicht weiterkommen. Da bin ich jetzt mal gespannt.
Okay, ich habe 76% der Fieslinge eingebuchtet. Ah! Was? Ah! Plötzlich wird man jetzt hier so in einem Bosskampf? Ich glaube, der Roboter ist, wenn ich mich richtig erinnere, aus dem Film, aber warum kämpfe ich jetzt gegen den plötzlich? Was? Immerhin auf Platz 5. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es echt nicht. Also ich musste, glaube ich, nicht die so und so viele Leute retten, sondern anscheinend so und so viele festnehmen, also umschießen, was in der Zukunft anscheinend quasi dasselbe ist. Also nochmal habe ich jetzt keine Lust, ehrlich gesagt. Aber gut, Gudrun, vielen, vielen, vielen Dank für den Tipp. Wenn ihr auch irgendwelche Wünsche habt, egal ob 8 oder 16-Bit, haut's bitte in die Kommentare rein. Ich schaue mir das gerne mal an. Aber das Spiel hier hat einen Ehrenplatz in der Ritopanna quält sich Serie. Also ich mache es immer so, wenn ein Spiel einigermaßen gut ist, also solide, bekommt es einen Test. Was nicht, wird als Ritopanna quält sich verwurstet. Und das hat hier in dieser Serie seinen Platz wirklich verdient. Also danke, dass ihr reingeschaut habt, meine fantastischen Zuschauer. Ich hoffe, wir sehen oder hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.